Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und begrüße euch recht herzlich zurück zu Darksiders. Oh Mann. Das habe ich in der letzten Folge besser hingekriegt. Wir befinden uns vor der Twilight Cathedral, sind auf der Jagd nach Tiamat und ich nehme eine Folge gerade auf oder nehme jetzt noch ein paar Folgen auf, nachdem ich vor gar nicht allzu langer Zeit die ersten Folgen aufgenommen habe. Aber das Spiel macht so einen Spaß und ich habe da gerade so viel Bock drauf, dass ich einfach gar nicht aufhören kann. Yeah, mehr Fledermäuse. Slashen. Und du Fledermaus, ihr seid immer so viel Leben wert. Das ist eigentlich immer ganz gut. Heb. Und. Heb. Und wir haben 2000 Seelen. Da frage ich mich gerade, ob das Spiel. Jetzt muss ich gerade mal was überprüfen. Moment. Ja, da hat das Spiel. Ich habe gerade einfach Continue gemacht, statt den letzten Speicherstand zu laden. Und da hat das Spiel, glaube ich, meine letzten Einkäufe bei Vulgrim vergessen. Jep, sieht so aus, denn diese Vulgrim-Location kennt er auch noch nicht. Na gut, dann holen wir das nochmal nach. Und zwar wollten wir das Harpoon-Tackle haben. Mhm. Und das, das wir so schwer fanden, würde ich aber trotzdem gerne nochmal aktivieren. Und habe ich jetzt schon einen Life Essence? Und wieso kann ich den nicht kaufen? Okay, weil ich davon nicht mehr tragen kann. Okay. Aber zumindest ist den hier, wollte ich gerne wieder haben und. Moment, Moment, Moment. Und den hier, den ich tatsächlich sehr, sehr schwer auszuführen finde, wollte ich aber auch gerne wieder haben. Da fällt mir ein. Flim, flim, flom. Oh, hier, World Map. Oha, ist die groß geworden. Oha. Kann ich jetzt nicht. Kann ich hiermit? Nee, kann ich mit dem? Nee, kann ich nicht wirklich bewegen, die World Map. Aber, ja. Dann war das das andere Menü. Moment, es gibt ja leider zwei Menüs. Hier, Consumables. Achso, das hat er automatisch hier schon wieder hingelegt. Das finde ich gut. Ich möchte aber gerne doch den vielleicht dahin haben und dich vielleicht mal dahin legen, denn irgendwie habe ich das immer nicht hingekriegt, dich da so in die Combo. Vielleicht kriege ich das jetzt besser hin. Ich wette, jetzt verkacke ich es endgültig damit, aber ist auch egal. Tröd. So, gehen wir mal zu der guten Tiamat rein und gucken uns mal um. Oh, hab ich Bock drauf, Alter. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was bist du? Oh. Das sieht ja nett aus. Aha, das ist eine sehr fein gearbeitete Kristallklinge, die genauso aussieht wie diejenigen, die hier die Statuen anhaben. Warum nehmen wir die mit? Okay, hier wird die gar nicht angezeigt. Das ist also wohl irgendwie so eine dungeon-spezifische Sache, glaube ich. Ah ja, guck, hier, sie hat so eine und sie hat keine. Das heißt, ich kann wahrscheinlich hier ihr die in die Hand drücken. Ah ja. So macht man die Dungeon-Tür auf, alles klar. Oh, es hat sogar einen Darksiders Rätsellösten. Oh. Oha. Oi. Ich glaube, lieber Greif, das solltest du vielleicht. Ja, kaum, dass wir näher rangehen, hauen sie natürlich ab. Naja, okay. Lieber Engelsgreif, ich glaube, mit der Tiamat hast du dir eine Nummer zu groß vorgenommen. Hui. Hui. Oha. Was bist du denn? Ich dachte, da kämen jetzt noch Gegner. Ah, da kommen Gegner. Ey, lass mich doch in Ruhe mal diese Sachen hier angucken. Alter, dass dieses Spiel einem auch keine Pause gönnt, ey. Da haben sie hier so viele coole Sachen angebracht und man kann sie alle nicht angucken. Wieso kann ich diese Tür nicht öffnen? Das habe ich an der Minimap gesehen, dass ich das nicht kann. Schade. Es wird einem nicht erklärt, warum man das nicht kann. Das finde ich natürlich ein bisschen komisch. Also ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn man... Also was unterscheidet die Tür, die ich da jetzt gerade gesehen habe, von der Tür hier drüben? Und die genaue Antwort darauf ist, rein äußerlich, gar nichts. Na gut, egal. Wir gehen hier mal gucken. Was gibt's hier? Oh. Mhm. Hier gibt's einen Vorhof mit einem Engel und so und Gegnern erstmal. Oh, wir können den Zaun zersmashen für Seelen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir... Moment.
bin... aha, Mist, da war ich zu schnell mit dem zweiten, aber da können wir jetzt diese Wirbelwind-Kombo mal ausprobieren. Aua, das war nicht nett. Dafür gibt's einen Finisher. So. Und du, Kollege? Zack, aufgespießt. Jawohl, und da haben wir sie hingekriegt. Aber dann... ah, es ist echt... so, so und so. Jawohl. Nice. Zack, zack, zack und zack. Das ist eine echte Timing-Geschichte. Muss man echt hinkriegen. Wie überraschend. Pieks. Schade, ich dachte, hier wäre die andere auch noch in der Nähe. Ich habe noch irgendwie zwei davon. Oha. Ja, das habe ich mir gedacht. Erstmal die Fledermäuse entsorgen, die nerven. Ich weiß nicht, ob das hier so die gangbare Strategie ist, dass man erst die Fledermäuse entsorgt, aber auf jeden Fall, aua, auf jeden Fall nerven mich. Also der Vorteil von dieser Wirbelwindattacke ist, glaube ich, dass sie mir Schaden macht, aber sie bindet einen auch ein bisschen länger in die Combo. Und ist dann, wenn man gerade mehrere Gegner hat, ist man wahrscheinlich auch anfälliger gegen Attacken. Zabam. So, noch mehr? Nein, ja, nein. Alles klar. So ein bisschen... nee, doch, war richtig. Moment, so. Ah, dass der Mauszeiger immer wieder auftaucht, ist natürlich für die Aufnahme nicht so schön. Das ist... eine Tür, die geöffnet werden kann, wenn wir so einen Schlüssel hätten. Okay. Auf jeden Fall ist es hier ein sehr... großer Dungeon-Komplex. Das scheint mir tatsächlich sowas wie der richtige erste, also der erste richtige Dungeon zu sein. Ja, da gehen wir gleich rein. Erstmal will ich nochmal, achso, das ist wahrscheinlich oben, da kommen wir von hier gar nicht hin. Okay. Ey, Tür, ich hab dich aufgetreten, bleib auf. Aha. Aha, das sind also Bomben, die hier liegen, okay. Uah, das war richtig clever. Oh, das sind Bomben, die hier liegen. Vielleicht sollte ich die hauen. Ja. Kann ich aber, glaube ich, wenn wir das... ah, die kann ich hier. Und dann, Sticky Bombs. Aha, damit kann ich diese Dinger aufmachen. Okay. Das ist gut. Ich habe gerade so wenig Leben. Ich habe gerade aus Versehen eine Bombe geschlagen. Hust. Okay, komm mal mit. Okay. Ich wollte die nicht lange in der Hand behalten, weil ich Angst hatte, dass die mir sonst explodiert. Okay. Kletterpassage, würde ich dann sagen. Reicht das? Ja, okay. Einmal hier hoch, einmal da hoch und rüber da. Und hopp, lieber Krieg, gib dir mal Mühe. Gibt's da noch was? Oh, da drüben ist noch wieder eine neue Kiste. Haut er da auch drauf? Ja, so ungefähr. Juhu, noch eine Life Essence. Ja, wunderbar, hätte ich mir ja gar keine kaufen müssen. Im Moment das Menü... hat er nicht... ah doch, da habe ich jetzt zwei von. Okay. Vorhin hat er irgendwie bei Wolken ja gesagt, ich könnte davon nicht mehr tragen. Naja. Gebeam. Und jetzt? Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay. Diese Statue zeigt er mir doch nicht ohne Grund so an, ne? Ah ja. Okay. B-b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 -
Geld sehen. Das heißt, manchmal bringt Executen scheinbar doch was. Okay. Dann würde ich doch mal sagen... Geronimo! Eine bessere Idee habe ich nämlich gerade nicht, wo ich lang soll. Das sieht mir nicht so aus, als würde ich da landen wollen. Ah, jawohl. Zack. Home Run. Und kabam, mein Freund. Kabam. Da hinten, ach, das ist so ein grünes... ist das so ein Ding, wie Vulgrim das gesucht hat? Hüpf mal rüber. Das müssen wir mal eben uns gleich nochmal in Ruhe angucken. Moment. Ja, ja, macht ihr da unten mal Stress? Ich muss mal erstmal gucken. Und jetzt... nein, das müssen wir gleich nochmal probieren. Erstmal schnell hier unten aufgeräumt. Und dann probieren wir das gleich nochmal. Ich weiß noch nicht, was wir dafür kriegen, aber Vulgrim hat ja gesagt, das wird sich schon lohnen, wenn wir das machen für ihn. Jetzt müssen wir mal gucken. So, ja. Ah. Mhm. Ein Artefakt eines Soldaten. Das waren halt früher die Soldaten und Vulgrim wird mich schon belohnen, wenn er da was für, wenn wir ihm das bringen. Das sieht mir sehr weit aus. Okay. Ich halte, dieses Schweben wirkt halt immer noch so, als würde man damit nicht so richtig viel Distanz hinter sich bringen, aber augenscheinlich irre ich mich da. Hopp! Oh, Kisti! Kisti, Kisti, Kisti! Meine Kisti! Jawohl! So. Einmal in die Wirbelwind-Kombo rein. Jawohl, der ist schon mal platt. Einmal in die reguläre Kombo rein, die Jungs. Jawohl, und... naja, okay. Hat keiner gesehen. Und kabam! So, was ist hier drin? Lass mal knacken. Naja, wieder so ein Schlüssel halt. Müssen wir jetzt einfach den ganzen Weg zurück und dann mit dem Schlüssel die eine Tür aufmachen? Sind wir jetzt wirklich... Das finde ich ja jetzt ein bisschen deprimierend, wenn ich ehrlich bin. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Da kann man Dungeons auch cleverer designen, dass man dann irgendwie eine Abkürzung zurückkriegt oder so, dass ich jetzt hier den ganzen Weg zurück bleiben muss. Ist ja irgendwie nicht so geil. Und die Gegner sind gespawnt hier auch wieder. Pew. So, alle hopp, alle hopp, alle hopp, alle hopp und alle hopp. Ihr müsst beide noch ein bisschen herhalten, damit ich ein bisschen Erfahrung für meine Waffen sammle. Jetzt mache ich euch nochmal ein bisschen Sensen-Action. Ja, ja, spreng am besten in die Lava. Lieber Krieg. Aber man sieht schon, das dauert deutlich länger, bis die Jungs umfallen, wenn ich die mit der Sense behake. Das kann man wohl so sagen. Die Sense macht auf jeden Fall weniger Damage als der Chaos Eater. Gut, ich meine, der Chaos Eater hat jetzt ja auch schon 1,5, fast 2 Level. Geil, der Chaos Eater levelt gleich. Oh, geil. Habe ich Bock drauf. Naja, hier kann ich auf jeden Fall wieder raus. Hup. Und jetzt ist die Frage, wo war denn nochmal dieser Schlüssel? Dings, geradeaus. Ah ja, da ist er ja. Ich sehe ihn ja auch schon. Hallo. Ja, habe ich doch gesagt. Der levelt gleich ab. Hör mir doch mal zu, wenn ich mit dir Rede spiele. Uhaha. Und du, mein Freund. Auch du, mein Kollege Brutus. So ähnlich. Zack. Und den Schlüssel benutzt, um die Tür zu öffnen. So, und nun? Dass auch diese ganze Dinge immer hier so alles aufgerissen und aus dem Boden kommt Lava und so. Wer will denn so wohnen? Oh, Schatzkisten. Mhm. Oh, oh, wer bist du denn? Oha. Du siehst gefährlich aus, ja. Alles klar. Nö.
Ich habe einen Teil seiner Rüstung zerfetzt. Das ist in Sicherheit nicht die... Ups, dümmste Idee, das wollte ich nicht, das wollte ich. Dümmste Idee gewesen. Ah, seht ihr, da geht immer mehr seiner Rüstung kaputt. Okay, da habe ich mich auch... da habe ich... Hätte ich noch beim zweiten Mal wegdashen müssen. Nö. Jawohl, und Mashing. Jawohl, hier, Finisher. Jawohl. So, mein Freund. Da weißt du mal, wo der Frosch die Locken hat. Kiste. Und wo wir gerade dabei sind. Hui. Kiste. Ha, habt ihr gesehen, wie ich die Sense hab verschwinden lassen? Das war bestimmt so gewollt. Nicht. Okay. Liebe Leute, was wir hier weiter in der Twilight Cathedral so alles anstellen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich bin die Zementente, der gute Mann hier vorne ist der gute Herr Krieg. Und wir freuen uns beide darauf, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin sagen wir beide, wünschen wir beide alles, alles Gute und sagen ciao, ciao.